Das erste Mal mich zeigen war in einer größeren Öffentlichkeit. Das war wirklich die Zeit beim SWR. Und dazu kam ich wirklich wie die Jungfrau zum Kind. Also da kann ich nur aus heutiger Sicht sagen, wenn irgendwas in deinem Seelenplan steht und du das so als Paket, als Rucksack, als was mitgebracht hast hier in deinem Leben, dann gibt es immer wieder diese Momente, da klopft was an die Tür. Und wir haben ja immer unseren freien Willen, ja dazu zu sagen oder nein zu sagen. Aber es klopft einfach immer wieder auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und so begann das bei mir damals, das war schon 2004, der allererste Kontakt mit dem SWR. Und dieser urweibliche Weg, der ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert oder in Riesendimensionen. Sondern ich glaube, das ist der Weg, warum wir Frauen jetzt genau speziell in dieser Zeit hier sind, warum unsere Seele in einen Frauenkörper inkarniert hat, um dieses uralte Wissen wieder, uns daran wieder zu erinnern, es zu leben, es wieder hier in unserer Welt zu verankern. Und ich sage jetzt bewusst in unserer Welt, denn in der Erde, in Mutter Erde ist dieses Wissen da. Und je mehr wir uns als Frauen speziell wieder mit Mutter Erde verbinden, erleben wir auch wieder dieses Urwissen unserer Ahnen, die seit Jahrtausenden hier waren und die dieses Feld gefüllt haben mit Informationen, mit Liebe, mit ihrer Hingabe an das Leben, an alles, was ist. Und da bewegen wir Frauen uns momentan hin. Und es ist mir so eine Freude, eine Ehre, Frauen speziell, aber auch Männer auf diesem Weg zu begleiten.